Capcom Presents. Im Jahre 2000XX. Ist eine bösartige Armee darauf aus, die Welt zu zerstören. Und hinter dieser Zerstörung verbirgt sich... Protoman? Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Mega Man 5. Ich presse direkt mal Start, damit wir nicht nochmal das Intro sehen müssen. Dennis hat es auch vor kurzem gespielt. Das ist reiner Zufall, dass das jetzt so kurz hintereinander kommt. Ich hatte auch schon einmal aufgenommen. Also was heißt aufgenommen? Ich habe meine Stimmtonspur aufgenommen, aber nicht das Video. Ich bin auch nicht wirklich weit gekommen. Stone Man hatten wir geschafft. Ich glaube, das war's. Ich werde auf jeden Fall länger brauchen, als Dennis gebraucht hat. Das kann ich so schon mal sagen. Wird auf jeden Fall ein Blind Run. Ich habe es halt beim Funk Royale schon mal gesehen. Bei Dennis habe ich angefangen zu gucken, das Let's Play, und habe gedacht, oh, du darfst es gar nicht gucken, weil du musst es ja noch selber spielen. Also ich habe wirklich ganz, ganz wenig nur gesehen. Ich würde sagen, dann hauen wir mal rein, ne? Mama, fange ich auch wieder bei Stoneman an, weil das ging ganz gut. Ist auch jetzt schon wieder eine Woche her. Nach dem Aufnehmen. Also Aufnehmen in Anführungszeichen. Weil ich das dann gesehen habe, dass ich nicht aufnehme, und da habe ich mir gedacht, nee, kein Bock mehr. Da habe ich schon so lange nicht mehr aufgenommen. Oh, Dankeschön. Und dann so eine Kacke, ne? Okay, wir werden mit Leben zugeschissen, das ist schon mal schön. So, wir haben heute übrigens den 8. Heute ist Muttertag, glaube ich. Also heute ist Muttertag, aber es ist der 10. Der 10.5. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall auch Sachen zum Einsammeln. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, wenn wir alle Sachen einsammeln. Also es gibt Buchstaben. M-E-G-A-M-A-N und ein V, beziehungsweise halt ein 5. So. Und hier, diese komischen Dinger, die wir da sehen, die fahren so hin und her. Und die sind da unten letztens reingerutscht in dieses... da unten rein, da. da wollte ich gerne mal nachgucken. Weil Dennis hat, glaube ich, gesagt, dass es in jedem Level einen Buchstaben gibt, und hier habe ich keinen gefunden. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Tja. Okay. Da haben wir das G. Schön. Dann hätten wir das schon mal hinter uns. Ich hoffe mal nicht, dass wir die Buchstaben verlieren, aber ich glaube, das dem war nicht so. Ich glaube, die bleiben uns erhalten. Genauso. Genauso wie die Energietanks. Oh, danke schön. Die bleiben uns auch erhalten, wenn wir Game Over gehen. Finde ich super. Ich glaube, bei Mega Man... irgendein Mega Man-Teil war das. Wo die... die dann auch weggegangen sind. Noch ein Leben. Nice. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 5. Mach auf. Okay, kleine Energie. Also, dieser Teil unterscheidet sich nicht sehr von den anderen Teilen. Außer, dass wir halt rutschen können, aber das
konnten wir, glaube ich, schon in Mega Man 4. Und hier können wir auch noch unseren Schuss aufladen, wenn wir die Schusstaste gedrückt halten. Bin mir auch nicht so sicher, ob wir das auch konnten. Wir ziehen, glaube ich, gut ab. Ja, natürlich. Ich bräuchte eine Energie, das wäre ganz nice. Ein Mäuschen. Dann müssen wir erstmal hier die liegenden Knochen leben. Oh, das wollte gerade weggehen. Habt ihr das gesehen? Ah, die Maus hat sich auch gedacht, nö, kein Bock mehr. So, das ist schon mal gut. Also noch wird das Spiel sehr nett zu mir. Was auch Leben angeht und so. Okay. Okay, das ist nicht so schlimm. Die behalten, glaube ich, nur einen Schuss aus, so wie das aussieht. Ich mag ja auch den Hintergrund. Das ist so halt diese Steine, die wir sowieso hier sehen, aber dann noch mit so einem grünen Touch. Sieht so aus, als ob die dann, als ob wir in so einer schönen Höhle wären. Ich hoffe mal, also ich weiß, dass man die Autogeräusche hört im Hintergrund. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu laut ist. Weil wir haben die Balkontür offen, weil es ist angenehm warm. Ja, da hätten wir schon wieder ein Leben gekriegt. War aber nicht. Langsam. Ah. Eine Energie wäre wieder ganz nice. Oh, jetzt haben wir einen blauen Hintergrund. Oh, danke schön. Ich muss einfach nur sagen, oh, wäre jetzt ganz schön so eine Energie. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie kommen wir denn da dran? Weiß nicht. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Rush oder sowas. Aber wir brauchen jetzt eh kein Leben. Wir haben noch genug. Oh, wir... Seit wann können wir zurückgehen? Das ist auch neu. Weg. Drecksvieh, ey. Genau, hier gab es den Energietank. Da müssen wir ein bisschen fix für sein. Nicht geschafft. Aber wir können das Ganze reloaden, indem wir die Plattform nochmal benutzen. Nice. Okay, jetzt bloß nicht sterben. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, weil wir haben ja 1 Milliarde Leben. Und trotzdem, wenn ich da immer mit dem Kopf da oben gegen die Kante knall, dann... schon wieder mein Herz auf. Boah, Gott. 1500. Hallo! Ein Energietank! Ey, danke. Nice. Super. Also, es läuft schon mal sehr gut jetzt momentan. Es läuft besser als das letzte Mal, aber das liegt vielleicht auch mit daran, dass ich dieses Level ja schon mal gespielt habe. So, hier wollte ich oben lang gehen. Hier bin ich nämlich beim letzten Mal mit dem Kopf gegen die Decke geknallt und schön in die Stacheln rein.
So. Ich finde, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wisst ihr natürlich nicht. Ich finde die Level hier relativ lang, so im Vergleich zu den anderen Mega Man-Teilen. Und wir haben volle Energie. Bin mir nicht ganz sicher. Ne, ein bisschen fehlt noch, aber läuft. Also ich finde die Level hier länger als in den anderen Mega Man-Teilen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie der gute Mann hier, was der gemacht hat. Ich glaube, der ist rumgesprungen, ne? Ja. Also die Cartridge macht ihr irgendwie Sachen, die hat sie beim letzten Mal nicht gemacht. Also sie wird manchmal so ein bisschen unscharf. Wieder reingerutscht. Ja, da war ich blöd, aber so geht das ganz gut. Ich glaube, das ging noch ein bisschen schneller, wenn ich einen Schuss aufladen würde, aber das ist mir immer zu hakelig irgendwie. Versuch's jetzt mal mit Schuss aufladen. Wow. Okay. Puh. Also es tut mir schon, ich sag schon mal von vornherein, es tut mir leid, wenn ich relativ leise bin bei den Bossen. Weil ich muss mich da konzentrieren, sonst geht es nicht. Ah, okay, was haben wir denn jetzt bekommen? You got Power Stone. Okay. Ja, den müssen wir jetzt nicht aufschreiben. Wir können die Level auf jeden Fall nochmal betreten, falls wir die Buchstaben nicht kriegen. Boss am Ende müssen wir, glaube ich, nicht besiegen dann. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Bei Charge Man, also Gravity Man oder Crystal Man. Einer von den beiden, den habe ich das letzte Mal probiert, habe ich nicht geschafft und habe dann bei Charge Man weitergemacht, wo ich dann beim Boss war und ich mir gedacht habe, ja, das könnte passen, habe dann rüber geguckt und habe ich gesehen, ich nehme dich auf, deswegen machen wir jetzt bei Charge Man weiter.